Hallo Freunde der Musik und hallo Freunde der gepflegten Musikzitate. Auch das lauteste Getöse großer Ideale darf uns nicht verwirren und nicht daran hindern, den einen leisen Ton zu hören, auf den alles ankommt. Dieses Zitat von Werner Heisenberg und wie ich dazu stehe und was es damit auf sich hat, das erkläre ich euch in diesem Video. Also dranbleiben und wenn es euch gefällt, dann gebt diesem Video doch einen Like, denn dann wird dieses Video noch mehr musikbegeisterten Menschen angezeigt. Und vor allem, schreibt es in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist. Ich versuche auf alles zu reagieren und jetzt viel Spaß mit dem Video. Es wird richtig lecker. Das lauteste Getöse großer Ideale darf uns nicht verwehren und nicht daran hindern, den einen leisen Ton zu hören, auf den alles ankommt. Dieses tolle Zitat, wie ich finde, geht auf niemand Geringeres zurück als auf Werner Heisenberg. Werner Heisenberg ist ein deutscher Physiker, der 1901 in Würzburg geboren wurde und 1976 in München gestorben ist. Er gilt als einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts auf dem Bereich der Quantenmechanik, wofür 1932 auch mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde. Und damit schnell zurück wieder zur Musik. Gerade in einer Zeit, in der unheimlich vieles sehr, sehr schnelllebig ist, gerade in einer Zeit, in der unglaublich viel laut daherkommt und laut auch tatsächlich ist und dann als laut empfunden wird, ist es umso wichtiger, immer innezuhalten, achtsam durch das Leben zu gehen, sich die Zeit zu nehmen, einfach mal kurz ganz aktiv die Welt zu entschleunigen, einfach mal back to the roots zu gehen und sich Gedanken zu machen, einfach mal 5 Minuten innezuhalten, sogar weniger. Und das ist die Message, die ich aus diesem Zitat ziehe. Ich weiß nicht, wie euch es geht, aber schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Wie empfindet ihr dieses und wie versteht ihr dieses Zitat? Ich würde mich unheimlich freuen. Und wenn euch das Video gefällt, gebt doch gerne einen Daumen hoch. Wie gesagt, kommentiert es auch gerne. Ich versuche auf so viel wie möglich zu reagieren. Denn dann wird dieses Video und Videos dieser Art noch mehr musikbegeisterten Menschen angezeigt. Und so kommen wir in einen coolen Austausch. Also bis zum nächsten Mal und ganz wichtig, achtet auf den leisen Ton.